Rein ins neue Drittliga-Jahr. 18 Spieltage stehen in dieser Saison noch an. Und die Winterpause hat wieder neue Gesichter gebracht. Die dritte Liga hat zwei neue Trainer. Für beide ist es der erste Job in dieser Liga. In Halle übernimmt André Meyer. Nach nur einem Punkt aus 6 Spielen wurde Florian Schnochenberg entlassen. Viel Eingewöhnungszeit hat Meyer nicht. Der HFC steht nur noch 3 Punkte vor einem Abstiegsplatz. Ähnlich bedrohlich sieht es bei Türkgücü München aus. Dort wurde mit Andreas Heraf wieder ein neuer Trainer vorgestellt. Schon der 4. Coach in dieser Saison. Wie überall schwebt auch über der dritten Liga die dunkle Wolke Omikron. Es wird für alle Teams der gefährlichste Gegner werden. Und klar ist auch, Spielabsagen und Quarantäneverordnungen werden einen großen Einfluss auf die Saison haben. Die Wucht der Pandemie zeigt sich direkt am ersten Wochenende. 3 Spiele müssen abgesagt werden. Die Frage ist, welche Teams kommen am glimpflichsten davon? Der Transfermarkt ist noch 2 Wochen offen. Aber einige große Korrekturen gab es schon. Mit Sascha Mölders ist eines der Gesichter der Liga endgültig weg. Nach seiner Vertragsauflösung bei 1860 ist er jetzt bei Groß-Asbach in der Regionalliga gelandet. Sehr überraschend kam die Trennung von Würzburg und Marvin Pourrier. Nach internen Problemen muss Pourrier den Verein verlassen. Dass damit die schwächste Offensive ihren besten Torjäger verliert, ist brutal. Ähnliches Problem auch in Berlin. Tolcay Ciğerci verlässt den Verein in die Türkei. Viktorias Topscorer glänzte in der Hinrunde mit 14 Torbeteiligungen in 14 Spielen. Auch sein Trainer weiß, wie wichtig Ciğerci war. Ist man da vielleicht so ein Stück weit zu abhängig von Topscorer? Ja, als Trainer sagt man das nicht gerne, aber ich muss es zugeben. Es ist einfach so, das haben wir kein zweites Mal im Team. Als Statement im Abstiegskampf präsentiert der MSV Duisburg einen neuen Mann. Marvin Knoll kommt vom Tabellenführer der zweiten Liga und soll mit seiner Erfahrung die Defensive der Zebras stabilisieren. Solche Transfers brauchst du für einen Aufschwung. Auch im Aufstiegskampf wurde aus der zweiten Liga nachgerüstet. Mit Pascal Sohm hat Waldhof Mannheim knapp 200 Drittligaspiele verpflichtet. Und einen, der aus der letzten Saison die Aufstiegserfahrung mitbringt. Und das Allerbeste, die dritte Liga gibt jetzt richtig Gas. Im Gegensatz zur ersten und zweiten Liga werden die nächsten 11 Spieltage ohne Pause durchgezogen. Und damit heißt es jetzt feuerfrei für jede Menge Spektakel, Drama und geilen Fußball. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.